LOL! Der hat den Dierschwert, eine komplette Rüstung, Alter. Oh yeah! Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zur 15. Folge Ender Kids. Heute dabei haben wir den Kosova wieder. Hallo? Hallo. Ich versuche den öfters mal dabei zu haben, weil zu zweit ist es einfach besser. Und ja, der Hai hat im Wasser Regeneration und Resistance. Nein, es hört sich so französisch an. Resistance-Effekte und an Land jedoch Weakness. Und er startet mit einem Wassereimer. Das heißt, wir müssen dann gleich auf den dritten Slot wechseln, weil das passiert oft, wenn du dann die Kisten öffnen möchtest, dass du dann einfach den Wassereimer platzierst. Ja. Welches Kit? Du nimmst auch Hai, habe ich gehört. Ja. Ja. Ja, Leute, heute ist ohne Facecam, weil ich bin vor kurzem erst aufgestanden. Das ist ja öfters bei mir so, dass wenn ich dann aufstehe, dass ich dann gleich spiele oder aufnehme, weil da habe ich dann auch immer voll die Lust irgendwie. Tiger gewinnt. Aber da gibt's auch Wasser, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Und welches Kit haben wir dann morgen? Nachher? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich freue mich schon sehr auf den neuen Kit. Ich bin mal gespannt, wie das hier dann so werden wird. Und ja, das ist richtig lustig. Also die Internetleitung von meinen Eltern ist normalerweise echt scheiße. Aber ich konnte da wirklich in der Nacht jetzt 3 Videos hochladen und das ging eigentlich richtig schnell. Voll, also wirklich extremst ungewöhnlich. Ja. Fast nur Premium. Ja, das auf dem Server normal. Aber die Uhrzeit wundert mich schon, weil wie spät ist es? Na gut, auch schon 13.56 Uhr. 4, 3, 2, 1. Und ein Dia, gar nichts. Oh man, was soll die Scheiße? Ich habe den Dia nicht bekommen und die Eisen habe ich auch nicht bekommen. Ich habe 4 Eisen. Ich habe gar nichts. Bist du hinter mir? Ich hab nein. Ach nee. Ich hoffe, ich sehe dich, weil dann könntest du mir erstens 2 Eisen geben und zweitens könnten wir uns dann wieder die Falle machen unter der Erde. Die irgendwann ist, werden wir sehen. Die ist nämlich so cool. Ich suche dich einfach mal so ein bisschen. Weil ich habe jetzt eh Holz und da. Ich kann dir Koordinaten sagen. Ich kann nicht irgendwie durch Koordinaten den Standort herausfinden. Ich kann das nicht so gut. Wenn du das kannst, dann kann ich dir meine Koordinaten sagen, wenn du möchtest. Okay, sag. Meine Koordinaten. Moment. Sag nur X und Z. X ist 798 und Z ist 665. Okay, du bist in meiner Nähe. Warte kurz, ich komme. Ich bin 799. Was war nochmal Z? Z ist 665. 600, gut, ich komme. Oh, ich habe Angst. Ich crafte mir jetzt einfach mal ein Schwert. Wow, wir sind ja jetzt schon verwundbar, lol. Echt? Ich gehe jetzt einfach mal hier ins Wasser. Da chill ich dann mein Leben. So, jetzt bin ich bei 600. Moment. Nein, ich habe dich noch nicht gedraggt. Du musst zu 672 gehen, ja? Ja. Ich gehe. Ja, ich habe dich gedraggt. Echt? Hast du mich auch gedraggt? Nein. Ich renn einfach mal in deine Richtung, okay? Okay, ich glaube, ich bin eh tot. Nein, doch nicht. Ich wurde geportet, Gott sei Dank. Oh, oh. Okay, jetzt. Du wurdest geportet? Okay. Ich bin gar nicht so weit weg. Ich bin... Ach, scheiß auf die Koordinaten, ich kenne mich gut aus. Ich kenne mich schon aus, aber... Scheiß einfach drauf. Da unten ist auf jeden Fall jemand. Ich werde ihn versuchen zu holen. Aber, ja. 31 Blöcke da vorne, Alter. Ich habe gerade mega Panik. LOL! LOL! Der hat den Dierschwert, eine komplette Rüstung, Alter. Und ich hatte... ein Holzschwert und habe ihn einmal angehittet und er war tot. Ha, Glück. Das ist richtiges Glück. Alter. Okay, Leute, das ist echt geil. Ich möchte euch aber den Vorteil vom Hai zeigen und dadurch müssen wir uns irgendwie jetzt so... naja, eine kleine Wassergrube suchen, möchte ich schon beinahe sagen.
So, ich töte hier mal ein paar Schweine. Also, falls du ein Dierschwert oder so brauchst. Dann bin ich für dich da. Oder vorne ist jemand, der Ping. Aber wohl einer wird dich und ich bin in einer Falle gefangen. Was denn los mit dir? Ja, und er ist tot. Ja, ist Mann. Tot. Wir könnten uns den goldenen Apfel machen, Leute. Leute, Leute, Leute. Aber ich würde sagen, wir warten auf den nächsten Port, weil wir wurden jetzt schon einige... Oh, da ist eine Kiste, die hole ich mir. Oh, 2 Dias und 4 Eisen. Ja, das ist immer gut. Dann können wir uns eine Eisenhose machen. Thomas, da hat mir einer eine Falle gestellt. Ich vollende die Falle. Okay, also ich sneake ein bisschen, falls ich geportet werde. Nein, nein, es ist eine Wasserfalle. Ach so. Mit Stein. Okay. Komm mal. Gut, 126 Blöcke, das heißt, ich kann jetzt schnell craften. Hier einmal. Dann eine Dierhose. Dann einen Eisenhelm. So. Gut geportet. Okay. 134 Blöcke. Dann könnten wir uns hier, finde ich, noch sowas machen. Und sowas. Ja, Alter, geil. Ich habe jetzt mein erstes Rüstungsteil und zwar einen Helm. Scheiße, er war Delfin. Boomstock, bin Delfin, haha, schlechte Falle. Wärst du kein Delfin, wär's eine gute Falle. Ja, ich hoffe nicht, dass ich erst mit dem geportet werde, obwohl, naja. Alter, was ist denn der? Leute, ich habe einen goldenen Apfel. Ich muss schon und ich also bin tot. Du bist tot? Och nee, das kann's ja nicht sein. Ich hätte mir echt mal so eine Folge gewünscht, wo wir beide echt ins Finale kommen. Das wäre echt. Hey, da bin ich gestorben. Ja, hattest du einen Eisenhelm? Ja. Okay, dann war es das wohl echt du. Ich bin noch ein bisschen voll, weil ich bin aufgestanden und habe gleich Mittagessen gegessen. Das war lol. Beziehungsweise ich habe auch noch unterm Spielen gegessen, weil ich so ein Mensch bin, der das oft macht, einfach so am Schreibtisch. Der hat mich getötet. Ja! Boah, ich bin fast tot, Leute. Ich esse jetzt den goldenen Apfel und dann setze ich schnell einen Wassereimer, damit wir schnell regenerieren. Er schreibt Hacker. Ich bin kein Hacker. Leute! Ich so, nee, Skills. Naja. Ich verstehe manche Leute nicht, dass die echt wirklich immer Hacker schreiben. Ich verstehe das nicht. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben in Minecraft einen Hack installiert, weil ich mir einfach, und nicht mal Better Sprinting oder wie die ganze Kacke hier heißt, weil ich mir einfach denke, sowas muss nicht sein einfach. Es muss nicht sein. Ich gehe jetzt einfach mal in die Wasserlake hier rein. Und dann verarsche ich den. Also das heißt, er kommt dann so zu mir her, so. Nee, er rennt von mir weg. Egal. Ich schmeiße hier einfach mal ein bisschen Kacke weg, die ich nicht brauche. Die Dierschwerte möchte ich ungern wegschmeißen, weil dann hat einer vielleicht nur ein Eisenschwert. Mal gucken. Was könnten wir dann noch runter tun? Irgendwas mit Lama? Thomas, siehst du das schwarze Schaf? Siehst du es? Ja. Siehst du, wie es sich komisch bewegt? Warte kurz. Wie es herumgeschubbt wird? Sieht man ja, das? Ja, 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 das sieht man. Ja. Yeah. Okay. Ich zeige euch hier jetzt nochmal ganz kurz. Ich grabe mich hier mal ganz kurz rein. Und mach ganz schnell hier oben zu. Und setz mal Wasser. Dann seht ihr, ich habe hier Schnelligkeit, Absorption. Ah, nee, ich glaube, Absorption ist noch vom goldenen Apfel. Aber ich habe hier auch noch Regeneration und Resistenz und Unterwasseratem. Und das ist teilweise sehr, sehr nützlich, Leute. Und jetzt bleibst du da, ja. Jetzt bleibe ich da. Ich meine, wenn sich's ergibt, dann ergibt sich's. Und dann würde ich auch noch lachen, wenn hier dann wirklich einer drin deswegen stirbt. Aber... Yeah! Wurde es gebordet? Ja, mit Hunter Manuel, aber ich glaube, das war der Delfin. Kein Plan. Ich bin mir da jetzt aber auch nicht mehr ganz sicher. Nee, ist kein Delfin. Ich glaube nicht, also er versucht, das Teil abzubauen. Er versucht es abzubauen? Ja.
Ich glaube, er schafft's auch bald. Auf jeden Fall kriegt er keinen Schaden. Ja, dann ist er sicher irgendeine Wasserklasse. Und er hat's überlebt. Ja, ist Delfin. Scheiße. Wie ist gelaufen? Ist da jemand oder? Der geht weg, wieso? Da liegen ganz viele Sachen, Thomas. Dir schuhe. Nein, doch nicht. Okay, nein, doch nicht. Danke, dass du mich so verarscht. Da vorne ist jemand. Du recht. Er ist da unten. Ui. Hi. Was passiert? Scheiße. Auf jeden Fall kassiert, ja. Du kannst jetzt richtig mit Bogen weghauen, weil er sich nicht bewegen kann. Ja, Alter, ein halbes Herz! Alter! Geh schnell ins Wasser. Leute, ja, wo ist hier Wasser? Wo ist hier Wasser? Wassereimer? Ja, Wassereimer. Wassereimer. Schnell. Und weg damit. Uah, schnell. Alter. Alter. Der Typ ist auf jeden Fall nicht besser ausgerüstet als du. Und, hä, was macht denn der? So gut. Okay, jetzt ist er doch besser ausgerüstet. Er hatte nur einen goldenen Harnisch. Alter. Das war richtig knapp. Also, ich dachte jetzt ehrlich gesagt, dass ich das nicht überlebe. So. Das ist nicht der richtige Ding. Achso, doch. Ich bin jetzt wieder voll geheilt. Das ist als Delfin teilweise echt gut. Er ist 159 Blöcke entfernt, Leute. Da müssen wir uns ranhalten. Und wirklich gucken, dass wir schön am Wasser immer bleiben, weil das ist dann unsere einzige Rettung dann sein. Wie ihr gesehen habt, sonst wären wir jetzt höchstwahrscheinlich gestorben. Weil, ja, sowas kann halt dann locker passieren, aber dann haben wir ihn noch geil mit dem Bogen weggeholt. Ja, okay. 107 Blöcke, nein. Och nee, der ist da unten. Das ist natürlich nicht so geil. Er hat eine bessere Ausrüstung als du, ne? Ich habe aber eine Dia-Hose. Okay, okay. Wie viele Rüstungspunkte fehlen dir? Mir fehlen 2,5. 2,5, okay. Er hat einen Punkt weniger als du. Oh, scheiße, hier von der Strömung müsste ich wegkommen. Vielleicht ist hier irgendwas dabei, was ich brauche. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt habe ich, jetzt fehlen mir nur noch 2. Och Mann. Das ist so spannend. Okay, so, und jetzt hoch da. Ich schätze auch mal, dass er versucht, in meine Nähe zu kommen. Ich muss hier hoch. Oh, jetzt ist er wieder da unten. Jetzt hat er eine bessere aus. Okay, dann doch nicht. Wieso? Na, ich dachte, das wäre er, aber das warst du. Weil du dich in dem Moment gepostet hast. Ach so. 117 Blöcke. Okay, jetzt kommt dann gleich der epische. Okay, er ist besser ausgerüstet als du. Besser? Er hat Full Iron plus Dia Harnisch. Okay. Und Dia Harnisch macht einen Punkt mehr als Hose. Also ein Rüstungspunkt. Och nee, so. Kacke. Dann habe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Panik. Aber wenn ich im Wasser bin, kann ich ihn trotzdem wegholen. Aber ich muss halt echt wirklich auch im Wasser sein. Mhm. Es fällt überhaupt nicht auf, wenn du einfach da drin stehst. Ich glaube, er ist in deiner Nähe. Ich weiß. Ja, ja, er ist oben auf den Bäumen. Scheiße, ich spoilere richtig. Alter. Ich weiß nicht, was er für ein Kit hat. Känguru wahrscheinlich. Aua. Er bekommt Schaden, denke ich. Alter, nein, jetzt bin ich da auch noch runtergefallen. Okay, ich gehe da jetzt einfach runter. Ganz runter, mir egal. Ja! Und er ist im Wasser. Wo ist er im Wasser? Ich weiß es nicht. Ich bin ja jetzt in so einer Wassergrube. Ach nee, nein. Er ist oben. Er ist oben. Ja. Moment. Nein! Er ist auch unten, ja. Er ist Delfin. Oh. Okay. Geh wieder rein, du. Wo ist er? Er ist draußen wieder.
Ich muss hier echt aufpassen jetzt. Er hat einen goldenen Apfel gegessen, schätze ich mal. Nein, ganz normal. Okay, ersetzt TNT. Nicht schlecht. Hat aber mir nur hat nichts gebracht. Aber ich bin high. Okay, der hat doch einen goldenen Apfel gegessen. Ja! Oh nee, er switcht mich dann auch immer, diese dumme Missgeburt, diese hässliche. Och nee. Von unten kannst du ihn kritik. Pass auf den D. Ich weiß, das macht eh keinen Schaden. Was will er denn? Ach man, noch lange dauern. Er will Lava einsetzen. Im Wasser. Sehr schlau. Er hat sich selbst angezündet. Noob. Sorry. Nein! So ein dummes Stück Scheiße. Hä, warum setzt der Feuer hin? Deathmatch 30 Sekunden. Egal, lass den Heiliger mal voll, weil nee. Er kann sich ja nicht vorstellen. Er ist nämlich gleich tot. Ja! Gigi! Ah. Alter, das war ein richtig... Hacker. Hacker. Alter, das ist richtig geil, Leute. Ich habe hier alles auf Beweis. Also falls dieser Hunter Manuel irgendwann mal in seinem Leben dieses Video hier sehen sollte, ich habe nicht gehackt, gecheatet, whatever. Ich habe einfach nur das Kit high benutzt. Und ich muss sagen, das war eine richtig geile und spannende Runde. Ich hoffe, sie hat euch auch genauso gefallen wie mir. Ich muss sagen, das war jetzt unser erster Versuch zum Aufnehmen. Und ich bin richtig glücklich, dass das jetzt funktioniert hat. Also es war eine richtig geile Runde. Und ich muss sagen, mit dem High kriege ich auch immer richtig gute Runden hin. Also das war richtig geil. Mein Puls steigt zwar. Also wenn ihr jetzt mein Herzklopfen hören würdet, dann dumm, 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 dumm. Ja. okay. Chill down. So. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich jetzt überhaupt aufgenommen habe. Wenn ich jetzt nicht aufgenommen habe, dann bin ich stinksauer. Auf jeden Fall, mein Fazit zu dem Kit ist, der Hai ist ein richtig cooles Kit, vor allem, weil man einfach die Vorteile im Wasser richtig gut ausnutzen kann. Gut, er hat am Land halt Schwäche, aber das ist was, was man, denke ich, gut verkraften kann, wenn man jetzt nicht, unbedingt eine Map hat, wo es wenig Wasser gibt. Hier in unserem Fall können wir uns auch mit dem Wassereimer immer ein bisschen retten, egal wie. Es waren auf jeden Fall sehr spannende Kämpfe dabei. Und ich finde, das Kit High ist super. Ich finde, das ist super balanciert, vor allem auch wegen dem Debuff, den er dann an Land hat. Und ich finde, da müssten die gar nichts mehr ändern. Also ich finde, das ist ein richtig geiles Kit. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen, über einen Daumen nach oben und über ein nettes Kommentar. Und wie gesagt, ich bin immer für konstruktive Kritik offen, solange sie sachlich bleibt. Und ja, dann freut es mich, dass der Koswa auch heute wieder dabei war und er wird jetzt öfters mal dabei sein. Und ja, das war's dann eigentlich auch und tschüss. Ciao.